Haben Sie Rambo 4 gesehen? Wenn nicht, lassen Sie es, der Film ist unglaublicher Mist, aber da fängt auch alles mit einer Bootsfahrt durch einen malerischen Dschungel an und so beginnen wir unsere Tour durch Far Cry 2. Aber keine Angst, hier geht's weitaus schneller zur Sache als in Rambo 4. In Far Cry 2 begeben Sie sich auf die Jagd nach einem mysteriösen Schurken namens der Schakal. Anders als in klassischen Shootern durchlaufen sie dazu nicht einfach vorgegebene Levels, sondern bereisen eine mit 50 Quadratkilometern riesige Spielwelt, in der sie als Söldner für verschiedene zwielichtige Parteien arbeiten, um schließlich den Schakal zu stellen. Die 50 Quadratkilometer bestehen nicht nur aus dichtem Dschungel. In Far Cry 2 durchqueren sie auch Savannen inklusive Zebras und Gazellen, ausgedörrte Steppen und erreichen in den Randgebieten sogar Wüstenzonen. Um das nicht alles ablatschen zu müssen, stehen Ihnen 9 Fahrzeuge zur Verfügung. Trotzdem werden Sie wahrscheinlich Stunden unterwegs sein, nur um das Spielfeld zu umrunden. Da wirkt es umso glaubwürdiger, dass Far Cry 2 dynamischen Tageszeitenwechsel hat. Eine Stunde dauert hier knapp 10 Minuten Echtzeit. Das ist ein gutes Maß, um den Lauf der Sonne zu spüren, ohne sich dabei wie im schnellen Vorlauf vorzukommen. Damit Sie sich nicht verfahren, hat jedes Auto so eine Art Navi. Außerdem können Sie jederzeit Ihre Karte zücken. Dabei pausiert das Spiel nicht, Sie werden also nie aus der Atmosphäre rausgerissen. Beim Autofahren ist das zwar knifflig, aber sehr cool. So, genug der Fahrerei, wir hatten ja Action versprochen. Wie Sie bestimmt schon gemerkt haben, gibt es in Far Cry 2 praktisch keine Bildschirmanzeigen und standardmäßig auch kein Fadenkreuz. Denn das würde Sie nach Überzeugung der Entwickler aus der Spielwelt rausreißen, die ja möglichst glaubwürdig sein soll. Dazu gehören natürlich auch jede Menge zerstörbare Objekte. Die sind nicht nur Schmuck, sondern können auch taktischen Nutzen haben, etwa wenn wir uns den Weg in eine Deckung freischießen wollen. Unzerstörbare Umgebung bedeutet bei Far Cry 2 in erster Linie 1. Feuer. Achten Sie mal darauf, wie sich hier der Brand ausbreitet. Das ist nicht vorberechnet, das passiert so in Echtzeit und hängt zum Beispiel auch von der Windrichtung ab. Und sieht halt einfach... Kann ich geil sagen? Er sieht halt einfach geil aus. In Far Cry 2 dürfen Sie immer nur 3 Schuss Waffen gleichzeitig mitnehmen und müssen ab und zu Flinten gegen neue austauschen, denn ausgenudelte Knarren haben öfters mal Ladehemmung. Wie frisch eine Waffe ist, sehen Sie eher an. Je mehr Rost, desto unzuverlässiger. Aber auch rostige Flinten schießen immer noch brav geradeaus. Das Arsenal von Far Cry 2 umfasst 30 Waffen. Handliche Pistolen, leichte Maschinengewehre und kompakte Maschinenpistolen und auch größere Kaliber wie dieser Granatwerfer oder eine russische Panzerfaust. Sogar ein jugendschutzkonformes Betäubungsgewehr ist dabei. Die größte Wumme ist dieser Mörser, mit dem Sie immens weit schießen können. Was wir hier natürlich nicht tun, sonst sehen Sie ja nichts. Subtilere Naturen spähen Ihr Ziel erstmal mit Hilfe der Karte aus. Die zoomt nämlich bei Bedarf an das Kampfgebiet heran. Benutzen wir unser Fernglas, werden Gegner und wichtige Punkte automatisch in die Karte eingezeichnet. Da hinten stehen also ein paar Spitzbuben rum und dann gibt es da auch noch ein MG-Nest. Wir schalten also zunächst den feindlichen Heckenschützen aus. Unsere Feinde gehen jetzt in Deckung, wir packen derweil den Granatwerfer aus und suchen uns ein neues Ziel. Ah, Zapfsäule getroffen, die brennt jetzt. Jetzt das MG-Nest. Nun zeigen wir Ihnen noch schnell die einzige nicht unbedingt realistische Waffe, die Carl Gustav Panzerfaust. Die ist im Spiel nämlich im Gegensatz zum Original im Flug lenkbar. Mittlerweile hat die Zapfsäule das umliegende Gras angezündet und das Feuer breitet sich jetzt langsam aus. Wer es gern ruhiger angeht, kann auch schleichen, es gibt nämlich auch schallgedämpfte Waffen. Dazu sollte man allerdings auf die Dunkelheit warten, denn dann wird man natürlich schwerer entdeckt. Und wenn man entdeckt wird, dann... Verdammt! Also wenn man entdeckt wird, rufen die Gegner nach Verstärkung und zwar mit solchen Signalraketen, ähnlich wie in Crysis.
So, und weil wir schon wie Rambo 4 mit einer Bootsfahrt angefangen haben, enden wir auch wie dieser Mistfilm mit einer wilden MG. Ich habe Far Cry 2 jetzt schon richtig lange spielen können und die einzelnen Elemente, also die Waffen, das Missionsdesign, die Fahrzeuge und natürlich die tolle Spielwelt, das klappt schon richtig super. Wenn Ubisoft jetzt noch hingeht und diese Bausteine in ein richtig spannendes Gerüst packt, sprich eine tolle Story dahinter stellt, dann wird das Ganze zu einem richtig schönen Herrenhaus.